der Jahreswechsel lädt immer ein, einerseits Rückschau zu halten auf das zu Ende gehende Jahr, aber auch den Blick in die Zukunft zu richten. Ich denke, dass das Jahr 2018 für die Burgenländerinnen und Burgenländer ein sehr gutes Jahr war. Im Land hat es Rekordbeschäftigung gegeben. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Auch die Jugendarbeitslosigkeit konnte deutlich reduziert werden und die Wirtschaft ist kräftig gewachsen. Auch im Bildungsbereich gibt es eine ausgezeichnete Qualität. Die Pädagoginnen und Pädagogen leisten eine ausgezeichnete Arbeit. Und ich denke, dass wir auch im Burgenland ein sehr gutes, ein sehr dichtes Gesundheits- und Sozialsystem haben. Und ich darf mich vor allem bei all jenen bedanken, die freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich im zu Ende gehenden Jahr ausgezeichnete Arbeit geleistet haben. Für das Jahr 2019 wünsche ich alles Gute. Vor allem mögen all Ihre Wünsche und Eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich wünsche Gesundheit und ich bin überzeugt davon, das Land Burgenland ist gut aufgestellt und es wird auch ein sehr gutes Jahr 2019 werden.